Hallo und herzlich willkommen zum letzten Flügel bei der Forscherliga. Wir starten in den heroischen Bereich und kämpfen als erstes gegen vier neue Bosse. Hier, und zwar gegen den guten Skelesaurus Rex. Oder Skelesaurus Rex, wie er auch immer heißt. Ich habe euch hierfür ein kleines Deck zusammengestellt. Das seht ihr jetzt auf der linken Seite. Es ist im Prinzip ein Frostmage, also ein komplettes Ablock-Deck. Und mit einer ganz kleinen Finesse, die drin ist. Und zwar seht ihr unten Kel'Thuzad. Und den zusammengespielt mit einem Tank. Also beispielsweise ganz oben die Zielattrappe. Oder halt im Spiegelbild. Ist die ultimative Waffe gegen Skelesaurus Rex. Weil er traut sich einfach nicht mehr anzugreifen. Und damit haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur irgendwie in Runde 8 kommen. Und wir müssen das Glück haben, halt eben Kel'Thuzad halt eben zum Ziehen. Und dann sollte das alles gar kein Problem sein, um hier diesen kleinen Dino hier entsprechend zu besiegen. Okay, also wir haben eine schöne kleine Starthand bekommen. Ihr seht, ich schaue sehr, sehr stark drauf, dass ich einfach alle Froschis irgendwie reinbekomme und alles machen kann. Spiele als erstes jetzt hier mal das Spiegelbild, dann sollte das kein Ding sein. Dann haben wir schon mal zwei Tanks, er legt auch einen hin, eine Druidin und nochmal einen Netzwerber. Das ist sehr, sehr schön, damit haben wir natürlich hier eine schöne Möglichkeit. Wir nehmen einfach mal seinen Netzwerber weg. So, gegen den anderen können wir eh nichts machen. Und in der nächsten Runde können wir uns dann überlegen, ob wir vielleicht unten ihn einfroschen und ihm einen Schaden draufgeben. Er nimmt sich einen Tank, ist damit nicht mehr verstohlen. Und wir können ihn jetzt damit entsprechend gleich mal wegnehmen. Und die drei Schaden sind wieder vom Bord. Gut, nächste Runde. Was macht er? Er kriegt wieder eine zufällige Karte. Und spielt sich einen Froschi. Okay, da haben wir jetzt direkt nichts auf der Hand, das wir nehmen können. Er bekommt auch noch eine Waffe, damit geht er auf unseren einen los. Die Waffe wird erweitert, das heißt, wenn wir es jetzt Froschi nicht wegnehmen, wir können... ich glaube, ich brauche erstmal noch ein paar Karten. Der eine Tank, der ist eigentlich ganz gut da drin, das Ganze noch ein bisschen abzublocken, deswegen sollte uns da eigentlich nichts Großartiges passieren. Außerdem mit den zweimal Blizzard, die wir drin haben, haben wir eigentlich schon was dran. Oh, kacke, er legt mal der Natur drauf. Und hier auch noch die Schmerzschnecke, die heilt. Na gut, ist jetzt nicht schlimm, damit können wir leben. Das heißt, jetzt Kältekegel möchte ich natürlich erst dann spielen, wenn wir drei haben. Was machen wir mit der Nuss? Sollen wir trotzdem einen Kältekegel spielen oder einen Froschblitz? Ich spiele erstmal einen Froschblitz drauf, den... Oder? Warte mal ganz kurz. Er macht einen Schaden, wenn er stirbt. Ich hau ihm mal drei runter. Und kann hier noch einen zweiten. Und dann können wir zur Not beim nächsten Mal auch mit dem Kältekegel, wenn er jetzt noch einen zusätzlichen spielt, können wir alle schön einfroschen. Der eine Schaden sollte eigentlich nichts machen. Okay. Sludgy wäre natürlich cool. Oder wir spielen... Also Kältekegel ist jetzt natürlich perfekt, weil er hat ja nur drei dran liegen. Deswegen gehe ich, glaube ich, auf den... Ja, soll ich es machen, oder? Ja, wir gehen drauf und ich nehme ihm auch noch seinen Frosch halt eben entsprechend weg. Damit kriegen wir einen Schaden und er hat halt entsprechend wieder nichts zu tun. Und die Blizzard, die sind mir sehr, sehr wertvoll. Deswegen möchte ich die da jetzt nicht gleich entsprechend verbraten. Und ich setze auch, wie ihn jetzt die gesamte Hand schön volllegt. Okay, Sludge und Einfroschen frieren ist natürlich das Perfekte für Runde 8. Deswegen würde ich jetzt sagen, eine Kältekegel bringt mir nichts. Deswegen haue ich einen Blizzard auf alle drauf. Damit kriege ich einen zumindest mal weg. Alle sind wieder eingefroschtet. Ich kriege keinen Schaden und warte eigentlich immer noch auf meine blöden Karten.
Mit Flammenstoß können wir dann vielleicht nächste Runde wegkriegen. Und Kacke, er spielt Godzilla. Wäre der nicht da, wäre es natürlich jetzt ein bisschen einfacher. Aber Godzilla macht uns das Ganze jetzt nicht. Da kommt Keltosatz, sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt Runde 8. Ich kann jetzt Froschnova plus Latchi spielen. In der nächsten Runde, wenn er mir meinen Tank da lässt. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Also Slutschi und Einfroschen, dann sollte das Ganze eigentlich nichts passieren. Wenn der jetzt bis zur nächsten Runde überlebt, kann ich Keltosatz spielen und wir sind komplett safe. Okay, er haut ihn runter. Spielt noch. Und hat ein volles Board. Aber wir haben jetzt die schöne Möglichkeit natürlich, dass wir komplett unsere Hand voll haben. Oder ich spiele Blizzard und ihn drauf. Oder ich spiele Keltosat rein. Ich probiere es einfach mal jetzt. Ich habe Angst, dass er mir meinen Trick durchschaut. Ich habe auch noch die eine Banane drauf. Damit wird er noch ein bisschen stärker. Und gehe mit Sludge ins Gesicht. So, jetzt schauen wir, ob unser Trick funktioniert. Mal sehen, ob er sich antraut, den wegzumachen. Für ihn ist es natürlich klar. Okay, er will erst Keltosat wegbekommen. Der hat für ihn absolute Priorität. Weil, wenn Keltosat da ist, kommt ja nach jeder Runde im Prinzip alle wieder zurück. Und das wäre jetzt natürlich arg doof. Für ihn, wenn er mir zwei Tanks quasi schenkt. Und Keltosat nicht wegbekommt. Also so weit ist die AI noch nicht, dass er das Ganze ausrechnen kann. Ich räume hier ein bisschen auf. Und haut noch die zweite Banane drauf. Und damit nehmen wir noch seinen Godzilla weg. Er macht eine Fail-Falle auf mich. Und alles weitere geht direkt ins Gesicht. Und ich hoffe, dass er meinen Trick nicht so ganz durchschaut. Okay, klappt. Er haut sich wieder ein Jägergeheimnis drauf. Eine weitere Highmain. Okay, Murlocs drauf. Blutsumpfraptor. Das ist jetzt eigentlich auch wieder sehr schön. Da haben wir das Spiegelbild. Das heißt, wir können weitere Tanks draufhauen, die er einfach nicht wegkriegt. Ich froschte alle bei ihm ein. So, einmal. Nehme ihm auch noch hier sein Orakel weg. Na, schon wieder eine Pfeilfalle. Gott sei Dank nicht auf Keltosat. Das wäre jetzt natürlich sehr, sehr ärgerlich gewesen. Also wenn ihr es nachher spielt, denkt bitte dran. Ja, wenn möglich nicht mehr die Heldenfähigkeit benutzen. Damit da kein großartig was passieren kann. Okay, er geht voll auf Godzilla. Und bufft ihn hoch. Haut alles drauf. Und der ist natürlich mega kacke. Oh, lebt noch. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Der hier ist natürlich echt eklig. Den nehmen wir ihm gleich mal entsprechend weg. Damit der einfach kein weiteres Problem für uns darstellt. Dann möchte ich weiter Geheimnis haben. Und gehe weiter ins Gesicht. Er dümpelt schon bei 8. Und wenn wir jetzt nichts Schlimmes haben, dann gewinnen wir die nächste Runde. Was zieht er? Und kommt irgendwas Ekliges? Er spielt Edschlund. Okay. Und tötet unseren Keltosat. Okay, das ist jetzt natürlich sehr, sehr eklig. Und damit ist er natürlich, sind natürlich alle wieder voll zum Abschuss freigegeben. Und ihr seht, wie ihr mein komplettes Deck einmal komplett kaputt macht. Gut. Ja, da ist natürlich gegen Edgelund ist natürlich perfekt, wenn man einfach auf seiner Seite ein bisschen Schaden macht. Es hätte schon ein Schaden gereicht, aber ihr seht, jetzt wird das ganze Gedeck einmal komplett geklärt. So, alles kommt weg, alles muss raus. Die Animation hätten sie natürlich schon ein bisschen anders machen können. Und wir müssen
jetzt irgendwie die 8 Schaden noch von ihm runterhauen. Deswegen denke ich, dafür habe ich nicht mehr genügend. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal komplett. Oder ich spiele noch eine Ace. Soll ich eine Ace bei? Ich habe 21, da soll eigentlich nichts passieren. Okay. Der Teil ist nicht da. Ach, kacke, und er kriegt einen Bär. Okay, da waren sie wieder, meine Probleme. Ich muss irgendwie noch diese blöden 5 Schaden runterkriegen. Und wie können wir das kriegen? Okay, den Bär will er nicht loskriegen. Und kacke, jetzt habe ich ein richtig großes Problem. Okay, da liegen 12 Schaden drüben. Okay, mit dem Froschstück kriege ich den natürlich noch rein. Deswegen frosche ich den entsprechend ein. Spiele noch einen Tank für die nächste Runde. Und probiere den Bär zumindest mal schon ein bisschen zu attackieren. Gut, was macht er jetzt? Okay, das ist natürlich perfekt. Ja, das heißt, wenn er jetzt in der nächsten Runde seine Grundfähigkeit macht, dann wird er wohl sterben, wenn ich ihm noch einen Schaden halt eben wegnehme. Okay, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Das heißt, ich muss gar nicht mehr großartig durch. Ich gehe einfach mit dem einen Schaden direkt auf ihn drauf und beende die Runde. Und dann wird er das Ganze einfach selber machen. Das war jetzt natürlich ein bisschen Glück. Hätte Kel'Thuzad vorher ein bisschen länger überlebt, dann wäre das Ganze einfacher gewesen. Da kommen die 4 Schaden und er killt sich dann mit selber. Perfekt, wir haben ihn geschafft. Skelesaurus Hex im heroischen Modus ist erledigt. Wir haben auch noch ein Level Up. Ja, ihr seht also sehr, sehr einfache Möglichkeit mit der Kombination Tank und Kel'Thuzad. Ihr könnt das Deck natürlich noch ein bisschen verbessern. Ein paar Teilen kann man natürlich schön noch austauschen und auch andere Karten ersetzen. Es bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie wir das noch weiter ausbauen. Ich danke dir aber auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann zur nächsten Runde beim Steel Sentinel. Ich danke dir, bis dann, ciao, ciao.